Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Ark Extinction. Und heute schauen wir uns mal hier die Taxidermie-Sachen an. Es klingt erstmal etwas komisch. Aber so heißt das nun mal. Und ich lerne dazu erstmal die ganzen Engramme. Ich gucke sowieso eigentlich einmal alles so durch gerade, was mit Extinction an Engramm da dazugekommen ist. Vieles, ja, haben wir jetzt noch gar nicht so verwenden können. Und Level 88, das ist wahrscheinlich hier dieser Kryo-Kühlschrank. Da kommt noch einiges. Weiß nur noch nicht, ob wir das dann tatsächlich auch alles irgendwie nutzen werden. Aber wie gesagt, für heute schauen wir uns das mal an. Das haben wir nämlich auch noch gar nicht gemacht. So, wer nicht weiß, was Taxidermie ist, die Präparation und Ausstellung von Tieren. Und da gibt es hier die Basen, also Standfüße, nein, wie sagt man denn? Keine Ahnung. Halt jedenfalls diese Podeste, ja. In verschiedenen Größen. Ich guck mal, wo ich die hier, die kleine, für unseren ersten Test mal hinstelle. Vielleicht hier oben draußen in die Ecke. So, okay. Und dann, ähnlich wie die Artefakt-Ausstellungsdinger, kann ich jetzt hier auch Tiere ausstellen. So, das ist eine kleine Basis, das heißt, ein kleines Tier brauchen wir und dafür haben wir nämlich hier dieses Werkzeug. Da werde ich wahrscheinlich erstmal so ein kleines Tier töten müssen. Gucken mal, was jetzt hier so in der Gegend rumspringt. Vielleicht ein Dodo oder so. Oder hier nehmen wir das Archaeopteryx. Tot und dann eigentlich von der Leiche müsste ich mit dem Teil. Genau, jetzt habe ich diese Lederhaut bekommen. Kriege ich aber auch nur einmal. Was ja theoretisch Sinn machen würde. Und dann haben wir sozusagen diesen Archaeopteryx, naja, präpariert, ne? Mehr oder weniger. Und könnten den jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, auf dieser Basis hier ausstellen. Das heißt, Inventar und dann ziehe ich das hier rein. Genau. Und dann wird er hier ausgestellt. Ist sozusagen jetzt ausgestopft und steht jetzt hier rum. Also ist ein ganz nettes Feature, wenn man sich Tiere vielleicht, wenn man ein hübsches Tier sieht. Und das jetzt nicht unbedingt zähmen möchte, könnte man die sich dann halt ausstellen. Aber vielleicht noch gleich ein Screenshot, ja, ein Foto. Ohne Werkzeug. Keine Ahnung, ob ich das benutze. Wir haben es jetzt jedenfalls gemacht. So, und dann wollte ich mal sehen. Die mittlere hatte ich auch freigeschalten. Die werde ich allerdings. Ja, da sagte mir, hätte ich nicht genug Platz im Inventar. Ihr seht, von den Ressourcen her wird das ziemlich schwer sein. Die Frage ist, ob ich das austricksen kann, indem ich mir die Ressourcen nicht über das Pullen ranziehe, sondern das tatsächlich reinlege in mein Inventar. Also 100 Steine. 500 Stroh, 250 Holz. Hundert Steine. Warte, so geht's natürlich nicht. Hundert Steine. Mir das schon wieder nicht gemerkt.
500 Stroh, 250 Holz. So, jetzt haben wir, glaube ich, 250 Holz genommen. Genau, 250 und dann brauchen wir noch 500 Stroh, oder? Genau, doch, 500 Stroh. Genau, und dann kann ich es jetzt herstellen. Also so lässt sich es umgehen, ja, über die Pull-Funktion der S-Plus-Mod meckert darum, dass es zu schwer war, aber wenn ich es mir selber ins Inventar lege, dann passt das. So, jetzt ist die Frage, wo wir das jetzt hinstellen, vielleicht hier in die Ecke. Sehen, ob es passt. Ja, würde passen. Also die Basis ist jetzt nicht sonderlich groß, aber wir wollen es ja nochmal austesten. So, okay. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Tier, was wir da ausstellen. Fliegen wir vielleicht mal ein bisschen rum und schauen, ob wir eins finden, was jetzt auch halbwegs hübsch aussieht. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Leiter treffen. Gar nicht so einfach hier. Also das ist eine nette Spielerei. Mehr ist es nicht. Also wirklich einen Nutzen hat es meiner Meinung nach nicht, soweit ich weiß. Außer, dass es halt ganz nett aussieht. Man könnte dann also... Normalerweise wäre es besser wahrscheinlich, einen großen, separaten Raum nur für die Ausstellung der Tiere zu machen. Halt so eine Art Museum. Aber da jetzt wirklich einen richtigen Sinn, dass man hier auch irgendwie... Ja, was anderes außer dekorative Dinge damit tun könnte, gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht, dass man so einen Enforcer da ausstellen kann. So, aber von mittelgroßer Plattform würde ich ja sagen, alles, was... als mittelgroßes Tier auch zählt. Also ich würde denken, Carno müsste gehen. Stego wahrscheinlich, Trike, sowas in der Art. Also das Schwein hier sieht auch ganz hübsch aus. Das würde vielleicht sogar auf eine kleine Plattform passen, aber ich muss es natürlich erstmal tot kriegen. Macht sich mit der Eule hier auch irgendwie schlecht. Und es läuft auch gerade wieder nicht so flüssig, das Spiel. Das ist immer ein Hin und Her bei Ark. Keine Einstellung geändert und an einem Tag läuft es gut und dann am nächsten dann wieder nicht. Ich weiß nicht, was das immer ist. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen abgekürzt. Wir haben jetzt das Schwein hier auch gekillt. Nehmen uns die Lederhaut. Wir müssen jetzt zurück zur Eule. Zum Uhu. Und dann schauen wir mal, was wir vielleicht noch so finden. So, und dann sind wir nämlich hier gerade mitten im Kampf. Ich habe hier zwei doch ganz hübsch aussehende Carnos erlegt. Einmal den, da nehmen wir die Haut mit. Und also dieser grün-rote war eigentlich der, den ich wollte. Aber hier der rote, der direkt unter uns liegt, sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Vielleicht können wir ja auch beide ausstellen. Dann nehme ich den auch noch mit. Also die Haut, ne? Und dann fliegen wir mal zurück und gucken uns an, was ich damit so machen kann. So, und dann sind wir auch schon da. So, dann gucken wir mal. Hier. Das müsste doch eigentlich groß genug sein, dass ich so ein Carno drauf ausstellen kann. Probieren wir das doch gleich mal aus. Ansonsten kommt das Schwein dahin. Ja, das geht. Wunderbar. Seht euch das an.
haben wir jetzt ein Kanu in unserer Werkhalle stehen. Ist das nicht fantastisch? Hier kann ich sogar noch irgendwelche Posen einstellen. Das ist ja auch interessant. Das sieht auch sehr, ja, lustig aus. Was kann er noch? Hier charge da gerade. Rennt, ja. Was gibt's noch so? Das sieht wieder wie Standard aus, oder? Mal nochmal durch. Hier wird er gerade irgendwie schreien. Nein, hier schreit er richtig. Ich glaube, ich lasse den hier so, oder? Ich wette, da wird sich auch die Mitspielerin freuen, wenn sie dann aufwacht. Kann ich das eigentlich auch bei dem Kleinen dann hier umstellen? Geht doch da bestimmt auch, oder? Verschiedene Posen. Gucken wir uns mal an. Was gibt es sonst noch? Ah ja, es macht Sinn als Flugtier, dass es auch eine Flugpose gibt. Kann ich ja noch mal ein Foto machen? Ob das jetzt viel besser ist, weiß ich nicht. Wir haben jetzt ein Foto gemacht. Das ist, glaube ich, wieder die Standardpose. Das ist halt, ja. Ah, lass mal so. Wir haben ja auch noch unser Schwein. Und dann noch einmal eine Kanuhaut. Vielleicht mache ich hier noch mehr Podeste, dass ich die beiden auch noch ausstellen kann. Der Kleine ist ja nicht das Problem hier. Mal gucken, wo wir das Schwein hinstellen. Drin ist eigentlich nicht mehr so viel Platz. Das ist dann ja irgendwie so gedrungen, wenn ich das jetzt hier drin aufstelle, oder? Und hier draußen so uneben. Eigentlich hier im Klo, wenn man wie ein Schwein mal aufs Klo muss. Vielleicht kann ich das hier irgendwie mit dazu stellen. In die Ecke oder hier. Das ist alles so uneben. Gefällt mir nicht. Ah, krumm und schief. Blöd. Hier neben dem Eingang ist auch nicht gerade. Gefällt mir nicht so richtig. Unzufrieden. Hier steht es dann auch eher im Weg. Ich werde halt auch nicht das Gehege dann zustellen. Wir wollen ja vielleicht auch noch mehr Tiere zähmen, züchten. Hier in die Ecke würde ich sehen, aber das ist halt alles krumm und schief. Gefällt mir nicht. Was machen wir denn da? Vielleicht hier ist es so ein ansatzweise gerade. Das muss ich vielleicht hier hinstellen. Und dann hier das Schwein drauf. Das sieht auch sehr hübsch aus, oder? Wunderbar. Der hat auch bestimmt auch mehrere Posen. Hier. Ich glaube, ich lasse die hier. So, und dann mal auch noch den letzten Kauno verwursten. Da muss ich natürlich wieder diesen Trick anwenden, die Ressourcen einzeln reinzuziehen. Also, jetzt muss ich noch mal schauen. 100 Steine, 500 Stroh, 250 Holz. Also 500 Stroh, 250 Holz und 100 Steine kriegt man dann auch noch. Und dann guckt man gleich mal hier. Das war die falsche. Jetzt habe ich nochmal eine kleine gemacht. Kann ich natürlich nicht mehr abbrechen. Also nochmal die ganzen übrigen Ressourcen.
Kann ich jetzt auch nicht bewegen. Dann füllen wir jetzt hier den Rest noch auf. Ist ja gar nicht so viel. Was jetzt noch fehlt. 10 Steine. Nochmal 100 Stroh. Und 50 Holz. So, und jetzt aber das Richtige anklicken. So, okay. So, und vielleicht stelle ich den dann halt hier so noch draußen hin, den Kanu. Vielleicht direkt neben den Eingang, so als, ja, Wach, als Wache. Oder Deko. Ja. Ja, dann ragt der Schwanz allerdings nach drin. Das wollen wir natürlich so nicht. Dass man das so nicht rausschieben kann, soll man erst da ins Inventar. So, noch kann ich das aufheben. Die Servereinstellung ist nicht angepasst, dass ich es permanent aufheben kann. Vielleicht dann doch eher... Ah, die Ecke bietet sich doch hier vielleicht an. Dass wir das hier noch mit hinstellen. Nicht so nah an die Wand, sonst ragt der Schwanz dann wieder durch. Gucken wir mal. Das hier sieht doch ganz nett aus. Das passt. Suchen wir uns noch eine schöne Pose aus. Ich glaube, ich nehme die hier. Dass das so ein bisschen schreit, ja. So, jetzt habe ich halt noch die kleine hier gebaut. Ist die Frage, ob man da vielleicht doch noch irgendein Tier mit ausstellt. Und wenn ja, wo dann genau? Wie noch ein kleines Tier. Dodo wäre da jetzt natürlich leicht zu finden, denke ich, aber auch irgendwie langweilig. Es sei denn, er sieht ganz besonders hübsch aus, farblich. Also das wäre ein Grund, die farblichen Tiere da nochmal sich anzugucken. Aber was man natürlich auch mal gucken könnte, Fische. Fische kann man ja nicht zähmen. Also nicht alle. Gerade hier solche Lachse geht natürlich nicht. Aber die kann ich doch bestimmt dann auch ausstellen. Suchen wir uns hier doch einfach mal einen raus. Hier, der ist schön groß. Dass wir uns vielleicht auch mal einen Fisch als Ausstellungsobjekt gönnen. Einen süßen kleinen Fisch. Halt jetzt die Überlegung, ne? Wo stellt man den hin? Diese blöde Drohne hier macht mich auch ein bisschen nervös. Aber einen Enforcer sehe ich jetzt nicht herkommen. Da werde ich die jetzt auch erstmal ignorieren. So, der Fisch. Eigentlich könnte der ja in die Küche, aber ist halt nicht so viel Platz. Ja, vielleicht stelle ich es doch einfach hier. Ja, ist halt schwierig, ne? Ist halt alles nochmal zum Ausprobieren, wenn es wirklich blöd ist und im Weg steht. Letztendlich kann ich es ja auch nochmal anders irgendwie aufstellen. Hier draußen ist halt auch nicht so ideal. Hier ist eigentlich alles blöd hier. Im Gehege will ich es ungern machen, weil es ja dann nur den Platz wieder wegnimmt. Mache ich es vielleicht doch hier in die Küche. Ist ja bloß so ein kleiner Fisch. Also wie gesagt, wenn es blöd ist, kann man es ja immer noch abreißen. Ich stelle den jetzt einfach hier hin. Und dann
Steck mal den Fisch da drauf. Hübsch. Sehr, sehr hübsch. Oder auch nicht. Posen hat er auch. Warte, na, das war jetzt nicht das Richtige. Hallo, ich will nicht das Rohr haben. Ich möchte genau das. Kann er einmal so oder so aussehen. Das scheint wieder normal zu sein. So viele Posen hat er gar nicht, oder? Ja, ich glaube, ich lasse die. Gut, dann haben wir also auch mal damit hier rumgespielt, mit der Taxidermie. Mal was anderes, ganz nettes Gimmick. Ich verabschiede mich für heute. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.